Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Okay, wir werden heute sehr, sehr viel Spaß haben. Vor allen Dingen, weil ich gerade gemerkt habe, dass ich mit der Steuerung echt nicht mehr klarkomme, weil ich habe ja eine Wii U und Bayonetta gespielt und ich habe ja da eine ganz andere Steuerung und ich werde meine Knöpfe nicht mehr wissen. Den hier drücken? Ja, gut. Okay, es ist hier X, bei dem anderen ist nämlich da B und hier ist, oh Gott, die Steuerung. Warum sind die Controller alle so unterschiedlich? Wir machen heute New Run. Neuen Run. So, wir haben mit Isaac, Mom und dem Boss Rush, mit Maggie noch nicht. Mit Kane haben wir noch gar nichts. Mit Judas haben wir was. Mit Eve haben wir noch nichts. Mit Samson haben wir sogar Isaac. Nee, das Umgedrehte, das Satan. Satan besiegt. So, mit Assesee haben wir das auch schon. Und Lazarus haben wir noch nix. Und mit Eden. Komm, wir machen mal wieder in Eden rein. Ist es hier The Bad Onion? Ja, ist die Bad Onion. Und der Nail! Nail! Los, meine langsam drehen! Tötet sie alle! Haben wir eine Bombe? Wir haben eine Bombe. Bin mal gespannt! Jahrzehntelang nicht mehr gespielt. Wir haben den Tower. Und wir haben hier das blaue Herz. Oh, nice! Will ich. Komm, wir machen es uns gleich richtig scheiße. Wir nehmen den Spiegel. Einfach aus Prinzip. Bei kurzer Reichweite noch kürzer. Yo! Yo! Na gut, geht. Obwohl hier unten geht's. Mal gucken, wie es hier oben aussieht. Yo! Wir machen uns selber kaputt. Könntest du wenigstens treffen? Ich sag mal so, wenn ich die Gegner zweimal treffen würde, dann würde das sogar nicht so uneffektiv sein, aber so irgendwie geht das nicht gut. So, den Schlüssel hier nehmen wir natürlich. Es wird ein sehr langer Run. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Wir werden hier eine Weile dran sitzen. Und dass ich den Nail noch nicht eingesetzt habe, ist eigentlich relativ dumm, aber okay. Machen wir es hier beim Boss. Herr Duke of Flies! Sieht er nicht schön aus, die Eden? Wow, was hat mich gerade getroffen? War das Fliegen? Ja, noch mehr Shotspeed, aber ich habe ja nicht schon genug. Hermit. Ja, komm. Nehmen wir den Hermit stattdessen mit. Hermit. Ja, nutzt uns noch nichts. Kostet meine Tränen! Yo! Jetzt noch den kleinen Heuler hier. Ah, komm, stirb. Können wir gleich zum Boss? Klar, komm. Warum nicht? Gib ihn. Ladadi, ich dachte, oh Gott, das war dumm. Ich dachte, ah oh Gott, das war doppelt dumm. Ich dachte immer, das Red Onion macht mehr Schaden, aber irgendwie merke ich davon nichts. So, wir haben ihn, haben ja bloß knapp 2,5 Herzen verloren bei ihm. So, Range Up. Ist gar nicht so verkehrt.
Range Up ist immer gut. Mal gucken, was Satan hier zu bieten hat. Kisten. Oh, nice. Kisten sind immer schön. Yo, nehme ich. Aber erstmal. Oh Gott, yo. Haben wir erstmal ein halbes Herz dafür bezahlt. Und kriegen zwei dafür wieder. Okay. Immerhin. Gehen wir mit einem Plus aus dem Raum. Das ist auch schon was Positives. Think positive. Oh yeah. So, Challenge. Raum. Glaube ich, will ich gerade nicht. Oh, Bomben. Stellung. Woo! Oh Gott, und die. Ich hasse diese Spinnen. Weil ich bei der irgendwie nicht mit der Flugbahn von den scheiß Projektilen bei der klarkomme. Komme ich überhaupt da ran an die normal? Jo! Komm! Jo! Alter, ich komme nicht an die ran! Leck mich doch! So, die Nail ist aktiv. Ja, die sind schon etwas angenehmer. Au, wenn ich nicht gerade direkt reinlaufe. Ah, nix. Schade. Ja, warum bewege ich mich eigentlich? Ich bin so pro. Oh Gott. Ich lasse mich von jedem Scheiß treffen. Wow. Och komm schon, ist das dein Ernst? Jo, nö, nö, sehe ich nicht ein. Mal gucken, was haben wir hier? Den Löffel und den Spider-Butt. Ich glaube, der Spider-Butt ist dann sicher ein bisschen nützlicher, denke ich mir. Werden wir mal sehen. Auf jeden Fall brauchen wir weniger Ladungen. Das ist das Positive, was ich jetzt sehe. Und wenn wir irgendwo Brimstone finden, das wird sowas von mitgenommen. Scheiß auf alles andere. Weil, oh Gott! Alter, Moment, da muss ich gleich mal nachgucken, was ich hier vor Stats habe, weil die drehen. Die fliegen ja langsam. Ich habe ein bisschen Schaden, habe ich. Das war's aber auch. Wow. Ansonsten habe ich hier nichts. Langsamsten Projektile, die ich je gesehen habe. Und der Schaden ist jetzt eigentlich auch nicht so. Obwohl er bei zwei Strichen ist. Da kommt mir extrem wenig vor. Töte es! Töte es! Lazarus! Nice! You got a kill by Lazarus! Take this! Slow! So, beim Boss brauche ich keinen Slow, den mache ich ohne. Und jetzt kommt Dissel. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Zeit. Und zwar extrem viel. Das wird dauern. Nein! Was habe ich getan? Das wollte ich nicht. Ich wollte den Haufen nicht zerstören. Leute, wir schaffen das. Wir haben schon ein Viertel Leben. Wir haben schon ein halbes Leben. Ich würde auf jeden Fall mehr Bomben dafür einsetzen. Alle, die ich habe. Oh Gott, warum? Warum tat er dies? Au! Oh, ich kann es euch nicht sagen, warum ich da in die Bombe gelaufen bin. Stirb doch! Ah! No!
Don't dash! Ah! Speed and Range up! Range ist schon mal gut, aber ich hätte mir auch Shot Speed abgewünscht, aber naja. Dann kann ich alles haben. So, haben wir den? Kriegen wir den auch von hier? Range ist zumindest gut, solange wir Tränen haben. Einfach weil die Tränen dann mehr Zeit haben für das Homing. Achso, wir können ja... Ach, es ist keine fucking Challenge. Ich war gerade, weil ich mit dem privaten Spielstand ab in der letzten Zeit nur Challenges gemacht habe, war ich so voll drauf aus... Oh, wow. Wow. Oh, ich habe keine Schlüssel. Nice. Junge, pass doch mal auf, was du hier zusammenspielst. Gott. Holy fuck. Oh Gott. Da wäre ich tot gewesen. Spoiler, nicht in die Gegner reinlaufen. Kommt nicht gut. Vor allem, wenn du noch ein halbes Herz hast. Ich würde eigentlich schon gern die Bombe haben, aber die Fliegen sagen so irgendwie no. Mehr Fliegen. Nice. 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 Die. And die. Yo, ich möchte aber, bevor ich zu dem Itemraum gehe, doch irgendwie noch gerne ein Herz haben, aber irgendwie meint das Spiel so, mir jetzt sagen zu wollen, no. Gut, dann akzeptieren wir diese Entscheidung und hoffen, dass uns die Flammen da nicht umbringen. Rein theoretisch dürften sie nicht. Wow, Wafer. Obwohl, bei einem halben Herz nützt mir das gerade auch nicht so viel, aber das Geld nehme ich. So, mit den Flammen lege ich mich gar nicht erst an, bin ja nicht verrückt. Lebensmüde erst recht nicht. So. Der Raum. Gehen wir jetzt auch nicht rein. Mal gucken, ob hier ein Herz drin ist. Nein. Schade. Yo! Yo! Gib mir die Last! No! Slow! Oh Gott. Ich mache so keinen Schaden. Obwohl es geht. Oh! Oh Gott, ist sie schnell! No! Last! Please! Don't kill me! No! No! Yo, yo, Lust, yo, komm mal runter. Don't kill me. Nope, 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 ne Pille. Komm schon, ne Bad Trip? No, Range Up. Wie gesagt, nicht so schlecht, aber ich hätte dann doch eher lieber eine Bad Trip Pille gepappt. Gepappt, deep, dab, dub, dab. Yo. Geh nicht aus meiner Range. Spinne. Ich warne dich. So. Schlüssel. Und Monstro, geslowt. Geslowt. Come at me, Bro. Erstmal hier. Ah, ich will den da unten ausschalten. Ah, er ist weg. So, und du da. Monstro, komm runter. Bloß nicht treffen lassen. Jeder Hit ist tödlich. Haben wir eigentlich jetzt solche Range-Ups genug aufgehoben, dass wir bis darüber können? Nein. Das heißt, wir müssen ranlaufen. Kannst du mal aufhören zu spucken? Genau, springen wir mal ein bisschen hinterher. Komm. Nein, nein, nicht spucken. Von der Position ist echt doof. Halbes Leben. Oh mein Gott. Diese Spannung gegen ein Monstro. Schnarch. Stirb doch einfach. Warum muss ich auch einen fucking Tank kriegen mit dem Schaden? Ich bin Jahrzehnte mit dem beschäftigt. Das ist, glaube ich, auch noch eine Bossform. Zumindest ja, doch grau. Das
glaube ich, der Boss. Normalerweise ist er ja nicht grau. Komm schon! Ah! Yes! Got him! Und? Yes! All stats up! Der Pakt für 2 Herze. Damage up? Yo! Nehme ich. I need this damage! God damage! Damage so real! Oh, ihr seid die? Warum seid ihr die? Ich mag auch. Fuck! Meine Freunde haben euch getötet! So, was seid ihr? Oh, ihr seid die Nop-Nop-Nop-Nop-Nop. Ne, ihr seid nicht die Nop-Nop-Nops, ihr seid die schießenden Viechter. Bam, 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 da sind sie explodiert! So. Ich meine blauen Herzen nicht opfern, deshalb gehe ich da nicht rein. Mal gucken, was hier ist. Item. Ne, nehme ich. Da sagt doch der Hund ja. Prada Bobby! We got this! Yo! We got this! So. Na komm, stirb. Gut. Da, ich mache euch auch. Seid ihr nicht so die große Gefahr? Die schießt ja nur im Kreis. Von daher. Oh Gott, Würmer! Ich habe Roder Bobby an meiner Seite. Wir töten alles zusammen. So, und noch eine Kiste. Nehme ich. Mit Pille nehme ich auch. Prayers up. Nice, jetzt wird's langsam. Mit Roder Bobby an meiner Seite töte ich alles. Buddies for life. Oh, Suizid. Die Stars habe ich schon den einen, habe ich noch nicht. Also holen wir uns Fatfly Protector. Nice. Big Fan. The big, big Fan. Jetzt hätte ich noch gerne Brimstone im nächsten. Im nächsten Satan Raum. Das wäre so schön. So, hier. Da ist noch Gedöns. Ich hab. Eigentlich Homing-Schuss, aber davon merke ich nicht allzu viel. Ah, jetzt funktioniert es auf einmal. So, der Pakt war eine gute Investition. So, der Schlüssel, der ist meine. Wir gehen hier oben weiter. Spinnen! More Spiders! So. Und hier haben wir noch eine Pille, nochmal Tears Up nehme ich. Sage ich nicht nein zu. So, wir sehen, Bomben habe ich genüge. Das heißt, wir können da gerne mal ran. So, bam und Money. Wir haben eigentlich zwei Schlüssel. Ach komm, wir gehen auch noch in den Itemraum. Shop. Itemraum waren wir ja schon. Gucken, was es dort so Hübsches gibt. Das PhD. Wetterpilz, damit wir nicht ins Unglück geraten, eine schlechte Pille aufzunehmen. Die nehme ich mit, einfach aus Prinzip. Und weil ich gerade noch Geld habe, nehme ich dann noch den Schlüssel und den Rest, den spende ich einfach wegen Fortschritt. Der Automat sagt nein. Gut, nee, dann auf zum Boss. Und treten wir in den Hintern. Was ich bei dem Boss ein bisschen schwierig gestalten könnte, weil sein Hintern dauernd unter der Erde ist, aber okay. Wir schaffen es trotzdem. Irgendwie. Und treten ihn dann halt nicht ins in den Hintern, sondern ins Gesicht. So direkt rein und ah! No, big fan! You just protect me! Hi, this time not. Not this time. Sucht euch die Reihenfolge aus. So. Mal sehen, die Caves 2. So, spinn. Nix Neues. Kennen wir. Haben wir schon so genügend gesehen. Und die nehmen wir einfach auseinander. Wow. Oh Gott, nein. Not the towers. My God, these towers. No.
Big Fan! Protect me! Ah! Oh! Das ist unfair! No! Lass... No! No! Komm! Lass mich! Ah! Yo! Meine blauen Herze! Das war unfair! Ich war zwar selber dran schuld, weil ich mich da habe einsperren lassen, aber trotzdem... Ich hasse es! Das hat mich ganze zwei blaue Herze gekostet. Ist das Gute oder ist das Beschissene? Ich hoffe, es ist das Gute. Sind es die Minen? Ja, es sind die Minen. Nice! Obwohl, Moment. Sind die dann immer noch homed? Ich hoffe ja, ja. Gut, hier ist schon nix. Zack, da einmal durch. Ja, doch, sieht ganz homed aus. So, Better Pills, Health Up. Nice, nehme ich. Bam. So. Das ist Range Up, nehme ich. Wow, warum? Warum ist das jetzt explodiert? Habe ich da reingeschossen? Ich dachte, ich bin bloß gegengelaufen. Achso, weil ich wahrscheinlich eine Träne instant reingesetzt habe. Disminen! So, Geld habe ich sowieso gerade nicht, deshalb lohnt sich der Shop auch nicht wirklich. Jo. War eine gute Idee, Anti-Gravity aufzunehmen, ist immer eine gute Idee. So, und jetzt, komm. Na gut. Herz geopfert für so ein Champion-Dinge geht. Oh Gott. Oh Gott. Slow it! Attacke! Da! Da! Sieg! AP ab, Tiers ab, Shot Speed down, scheiß drauf. Guckt euch das an! Diese Tränen! Und sie sind alle homed! So, wir haben genug Bomben. So, bevor wir das aber machen, gehen wir erstmal hier rein. Nehmen nämlich Schaden. Und. Nein! Nein, fliegen! Ah. Warum tut ihr das? So, dann tun wir nämlich uns noch kurz heilen. Schlaf nehme ich eine Runde. Quing. Gut, ausgeruht. So, hier machen wir noch auf. Und die letzte Bombe setzen wir da in die Mitte, weil wir wollen halt runter, ne? Nein, das geht in die nächste Etage. Nein, ich habe zu spät bemerkt, dass da keine fucking Leiter ist. No. Okay, dann gehen wir halt hier rein. Komm. Die zwei, was? War doch hier neue Waffen von den Items, ne? Jupp. Haben wir hier das und jetzt haben wir hier die Kiste. Jo, gut, nehmen wir. So. Laser! Hätte ich Laser, ihr werdet alle tot. Da würde ich nur in den Raum gucken und jetzt werdet alle kaputt. Habe ich gerade keinen Schaden genommen? Nice. Oh! Das lasert! Das lasert zurück! So. Laser! No!
Nochmal so ein Raum. Ich weiß nicht, reichen vier Bomben aus? Eins, zwei, drei. Ja, doch, könnte. Doch, reicht noch. Dann nehme ich zwei hier. Und falls das da drinnen wieder so kacke ist, dass da wieder der. Die Mitte. Ne, ist mir die Mitte nicht zu. Hier können wir das öffnen. Hier die Bomben mit. Gerade in dem Eingang benutzt haben. Und können hier nochmal aufspringen. Bam. Diesmal sind Leiter. So. Und das ist nur eine Kiste. Schade. Aber es geht. Es geht. Es ist nicht schlecht. Vielleicht finden wir auch noch einen Shop. Dürfen wir eigentlich. Waren ja noch nicht bei Mom. So, wir können uns auch noch einmal voll heilen. Also, ich kann das Vieh nicht töten. Ich pro. Wollte ich den Schädel abschießen? Ja, komm, komm, trau dich. Trau dich, komm dich. Hahaha. Ha, ha. Gottes. Gottes. Da. So. So, einfach mit Massenbeschuss zerstört. So, wo könnte der Shop sein? Habe ich den schon gesehen? Nein, aber ich will ihn nicht wirklich suchen. Also machen wir Mami. Na komm, lass den Fuß hier runter. Lass ihn in die Tränen. Mami, du musst schon deinen Fuß runterlassen. Ansonsten wird das hier nichts. Genau. In die Tränen. Bam. Da. So. Nehmen wir mit hier das auch. Wie viel Zeit? Ja, wir haben noch genug Zeit. Oh, fuck my life. Oh, falsche Taste. Das war die richtige. Krampus, nimm dies. Und dies. Tränenattacke. Na, tötet es. Na. So. Kohle, nice. Jetzt noch in den Boss. Challenge Raum. Oh, no. Fucking Trollbombe. Ich hatte dich komplett vergessen. So, Piercing Shots brauchen wir, glaube ich, nicht. Das brauchen wir auch nicht. Was war das? Das war irgendwas. Speed und Shot Speed. Wow. Little Baggy. Yo. Oh nein, habe ich meinen Schaden reduziert? Ich bin schneller. Oh mein Gott, da fuck, Gott, da rauf. Ah. Oh, das war nicht meine Lache. Ich habe überhaupt gar keine Lache. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Da, Attacke. Attacke. Komm, versuch's doch. Versuch's doch. Eine Träne werde dich lehren, mich sich mit mir anzulegen. So, stirb! Gut, da ist. Oh, das war knapp. Beinahe die Schaden genommen. Aber ich wollte gerade sagen, dass der Duke of Fly ist geplatzt. So, Piep, auch kein Problem. Shadowghost, Kill, Shadowghost. Ich kann nicht mehr reden. Vor allem nicht Englisch. Just got a kill, easy. So, jetzt. Da ist Loki. Loki! Loki! Okay.
Okay. Don't touch this. Don't touch this. So, hier kommt nicht vorbei. Ja, folgt mir nur hier nachher. Jo, gut. Da war der eine, das war der andere. Und das sind die ganzen anderen Idioten. Jo. Falls ihr meine Tränen nicht mehr seht, kann daran liegen, dass die schon beinahe die Farbe des Bodens angenommen haben. Deutsche Sprache, schwierig. Don't judge me. So, jetzt noch du, Kollege. Nein! Der dodges. Ah, ach so, das ist eine Wand. Die Steine waren so schwarz. Au! Was war das? Ach, der war das. Sollen wir sehen, ob er es schafft? Komm, spring hierher. Oh Gott. Ich hätte dahin. Na, komm hierher. Spring doch hierher, Gott. Blöb. Was? No, was mache ich? Au! Verdammt. Wenn ich jetzt an Blurb sterbe, ja? Hab ich das Herz? Das Herz habe ich noch nicht geschafft. Ja, dann. Nimm die! Oh. Nimm die! Könntest du aufhören auszuweichen? Jetzt habe ich ihn. Ah, da ist ein roter Haufen. Da auch ein roter Haufen. Die sieht man so gut. Ja! Oh, Maske. Komm, folge mir nur. Es ist dein Tod. Nein, du sollst mir folgen. Folge mir. Nein, Verderbnis. Oh. Jetzt kommen die Reiter, ne? Yo. Was hat mich denn da... Achso, das war die Fliege, ne? Ah, Haufen! Ich sehe die Haufen nie! Ist alles so ein einheitlicher Rotton. Achtung. Blaues Herz, meins. Da ist der Tod. Den möchte ich bitte loswerden. Tod ist nicht so cool. Gotta go slow, gotta go slowed.
Na, jetzt stirb doch! So, da ist der War. Tun wir einfach stumpf hier in der Mitte draufhalten. Er wird schon irgendwann da ankommen. Ist nur noch der Head des Horseman. Wo ist er denn da unten? Was? Undefined. Found in the basement. Okay. So. Fair shot. Okay. Dann hätten wir das mit Lazarus jetzt auch abgehakt. Und jetzt gehen wir noch das Moms Heart zerstören und dann wollen wir mal sehen. Ich glaube, zu Isaac möchte ich nicht hoch. Das könnte tödlich werden mit deren Shot Speed, den wir hier drauf haben. Hi! Trotzdem immer noch gerne irgendeinen Laser. Einfach weil es cool ist, wie der dann hier durch die Räume fliegt. Gott, ich spreche heute ein Deutsch, das ich möchte mir eigentlich am liebsten selber in die Fresse schlagen für das, was ich hier gerade zusammenlabere. Das ist kein Deutsch, das ist eine Zumutung. Komm raus! Ergeben Sie sich! Ich glaube, so wird das nichts. Ah doch. Das wird doch was. Wenn die eigentlich größer, je länger sie in der Luft sind, oder ist es dann wirklich die Strecke, die sie zurücklegen? Es sieht ganz nach der Strecke aus. Hier springen wir uns mal rein. Nehmen auch diese Kiste. Und blaues Herz. Nice. Nehme ich. Das rote Herz brauche ich im Moment nicht. Ah, Geld. Nehme ich immer. Schaden stehe ich nicht so drauf. Tut mir leid. Hier, da gehen wir nach links. Und da ist der Boss. Nice, und hier sind Hände. Überall Hände. Überall Hände. Kommt her, Hände. Oh, das war's schon. Das ging schnell. Dann gehen wir zum Boss. Slowen ihn und dann mal sehen. Das ist einer der neuen, hä? Ja. Macht die Lache Schaden? Nein. War's das? Ja. Tatsache. Health up! Nice. Und dann gleich runter. Gleich runter! So, und hier haben wir den Arcade Room. Haben wir einen Bettler drin? Nope. Aber wir können uns ein neues Trinket holen. Vielleicht finden wir mal irgendwas Angenehmes. Eisens Gabel ist jetzt nicht so das, was ich eigentlich meinte. Dat, noch ein Begleiter. Nice. So. Und 20, die behalte ich. Vielleicht finden wir ja noch Bettler. Man weiß ja nicht, ne? So, der hat sich gar nicht erst getraut anzugreifen. Der konnte gar nicht. Und ihr lasst mich. Oh Gott! Ihre Schwarmtaktik hat funktioniert. So. Eine Karte, das ist The Wheel of Fortune. Nice. Interessiert mich überhaupt nicht. So. Bombe nehme ich mit und dann kann man hier wieder gehen. Nix. So, dann bleibt uns nur noch eine Option, und zwar hier nach oben. Und hier sind erstmal nochmal Türme. Au, das war gut. So. Die. 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 So, was sehen hier? Richtig. Oh.
keine Schlüssel verwenden. Deshalb Bomben. Geld. Eine Bombe wieder und hier gehen wir rein. Gucken, was wir hier bekommen. Nix, doch fliegen. Und das ist eine Empress. Die benutzen wir dann beim Boss. Hier kriegen wir das Leben wieder ein Stückweise zurück. Hier gehen wir bitte nochmal dran. So, aber natürlich haben wir erstmal die Tränen abgewartet, ne? Könnt ja sonst die Bombe sonst wohin fliegen. So, und hier die Empress. God impressed. Yo, Mom's heart, please. Gott. Slow ich dich halt nochmal. Oh, Face Tank! Face Tank! Face Tanken! Gott! We survived! So. Wir dürfen noch nicht weiter. Sind wir noch nicht bei den genug Toten, dass wir hier... Achso, wir haben dann hier bei Assesee einfach die Ebene übersprungen, oder wie? Oh, sehen. Gut, dann ja, erfolgreicher Eden Run. Nice. Da-da! Der Quarter! Nice! Yo! Nach einem etwas schwierigeren Start, ne? Sad Onion sollte halt nicht sein. Aber wir haben es geschafft mit dem Löffel. Merkt euch, Spoon to the Victory. Mit dem Löffel zum Sieg. Gut, hier machen wir erstmal aus. Den Quarter haben wir freigeschaltet. Und The Becky ja auch. Oder diesen Pillenbeutel halt. Und yo, das war's für heute von The Binding of Isaac Rebirth. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es genau dieses heißt. Bis dahin, mach's gut. Wir sehen uns.